Hi, ich bin Enes. Ich komme aus dem Irak. Ich bin seit Ende 2015 in Deutschland und habe ich im Irak Energy Engineering studiert und habe ich an der HTW regenerative Energie studiert. Ja, hallo. Ich bin der Cousin von Enes. Ich komme aus dem Irak. Ich bin hier seit Ende 2015 in Deutschland. Ich habe hier in der HTW Deutsch gelernt und danach habe ich eine Ausbildung zum Mikrotechnologen gemacht und jetzt bin ich in der HTW, ich studiere zurzeit Mikrosystemtechnik. Das Programm hat uns sehr geholfen. Zuerst hatten wir die Chance, Deutsch zu lernen, und also bis C1-Niveau. Und danach hatten wir auch die Möglichkeit, an der HTW zu studieren. Also ich habe mein Masterprogramm hier direkt an der HTW angefangen, nach dem Deutschkurs. Kann man auch hier nicht nur Deutsch, kann man hier auch zum Beispiel andere Kurse besuchen. Ich habe zum Beispiel besucht Mathe, habe noch besucht Informatik, ein paar Kurse. Durch diese Kurse hatten wir auch andere Kontakte mit anderen Leuten, also Studenten an der HTW. Wir hatten auch die Möglichkeit, über das Studium zu fragen und auch viel also zu wissen, wie sieht aus das mit Studium, und ja, war eine gute Erfahrung. Also ich will erstmal in Deutschland bleiben und also erstmal mein Studium fertig machen hier in Deutschland und dann noch arbeiten. In Zukunft mal gucken, aber erstmal will ich erstmal hier bleiben in Deutschland. Also mein Masterstudium ist zu Ende, war letztes Jahr 2020, und zurzeit arbeite ich bei einer Ingenieurfirma, also technische Gebäudeausrüstung. Und ich möchte auch ein bisschen noch arbeiten, damit ich mehr Erfahrung sammle. Und dann vielleicht mache ich auch mein PhD hier in Deutschland, also weiter studieren. Und danach mal schauen, also in 5 Jahren, wie es aussieht, also auch mit der Situation. Aber zuerst in Deutschland bleiben, aber vielleicht, wenn ich die Möglichkeit, woanders zu gehen, vielleicht gehe ich. Also habe ich jetzt keinen Plan, also zurzeit.